Wir stehen hier vor Heines Wohnhaus, direkt gegenüber der Bibliothek. Hier ist er jeden Morgen hinübergeeilt, um seine Vorlesung direkt vor der Haustür sozusagen zu halten. Es war eine Vorlesung, die sich ganz explizit auch an adlige Hörer gewendet hat, wie überhaupt die Göttinger Universität sehr darauf aus war, Adlige anzuziehen. Wir wissen, dass Grafen den doppelten Tarif bezahlen mussten in Heines Vorlesung, aber trotzdem gern gekommen sind. Wie wichtig und beliebt die Vorlesung Heines war, können wir daran sehen, dass es nicht nur direkte Mitschriften davon gibt, sondern dass die auch kopiert und abgeschrieben wurden. Und sogar in die Leiden des jungen Werther hat Goethe einen Passus eingebaut, wo eine solche Handschrift der heinischen Archäologievorlesung erwähnt wird und ein junger Mann sich brüstet, dass er über eine solche Abschrift verfügt. Man hat diese Abschriften davon dazu benutzt, um sie mit ins Reisegepäck nach Italien zu nehmen und sich dann vor den Statuen nochmal zu informieren, was Heine darüber gesagt hat. Sie waren ein regelrechter Leitfaden für die vornehmen Reisenden, die damit nach Rom gekommen sind. Und das hat Göttingen zu einer echten Bildungsmetropole gemacht, denn nur dort gab es dieses Lehrangebot in Archäologie. Und dieses war immer dann ein Markenzeichen für Göttingen und ist erst viel später dann allmählich auch von anderen Universitäten nachgeahmt worden. So wurde Göttingen zum Modell für diese neue, beliebte Wissenschaft der Archäologie.